Ach, Mist. Das verschwindet. Was? Das ist auf nicht beanspruchtem Land gerade. Ich riskiere einfach mal, mein Ding abzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass man es bekommt. Die Werkbank. Ja, klappt. Man kann das Ding abbauen. Alles gut. Hallo und ein familiäres Willkommen zu einer kleinen Runde Pasote und Boundless. Ich bin's Nym und die anderen beiden sind auch dabei. Juhu. Hallo. Seppi und Mayuki. Ja, hallo und willkommen und alles gut und mal gucken. Ja, und dann auf geht's. Wir sind wieder voll dabei und bei unserem netten, hübschen Zuhause. Oh, Sepp, hast du jetzt echt in die Was? Weg, ja, jo, ah, gut, ich habe es natürlich auch in den Weg gebaut. Sehe ich Ich dachte, gerade. das wäre Nein, doch nein, nicht. alles gut. Kannst du ja nichts zu, dass ich auch so doof war. Dann reiße ich die Mauer noch mal komplett ab und baue sie ein Dings weiter nach da. Weil das war auch von mir ziemlich dämlich, muss ich sagen. Ich habe da nicht drüber nachgedacht, aber es war auch dunkel und gucken. So, so, so. Ich schwimme dafür Ach Mist, das verschwindet. Was? Das ist auf nicht beanspruchtem Land gerade. Ich riskiere einfach mal, mein Ding abzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass man es bekommt. Die Werkbank. Ja, klappt. Man kann das Ding abbauen. Alles gut. Dann würde ich Und nämlich gleich ganz gerne deinen Extraktor abbauen und den woanders hin basteln, wenn das okay ist. klar, nimm mal so, guck mal, mach's nimm dahin, mal wo du willst. an. Was denn? Guck mal mein Was? Hä? Auf dein Haus? Sieht schon ziemlich gut aus. Da will ich so, ich will hier so diese Lagerblöcke dahin machen. Ah, okay. Ja, warum nicht? Dann mach das mal. Nur mal gucken, ob ich die bauen kann. Lagerblöcke, hast du irgendwelche Steine, Papa? Ja, hier im Regal sind eigentlich auch noch mehr als genug. Magmagestein, Magmasteine, Kies, Ist da irgend so ein dunkles dabei? Nee, den musste selber schnuffeln gehen. Den habe ich, glaube ich, nicht mehr, den dunklen Stein. Wo ist der denn eigentlich? Im Berg! Im Berg. Den sehe ich hier überall. Ich sehe vier Farben von Stein. Ja. Rotstein, Ja, welche? hellblauen Stein, dunkelblauen Stein und blauen Stein. Oder Ich sehe nur blau. ist das dieser lila Stein? Oder wie? Ja, Ja, das dieser ist nicht dunkellila lila. Stein, genau, das ist der. Wirklich? Wirklich. Okay. Pflanzensaft. Hier ist Okay. ein Blick auf meinem Grundstück. Kaputt. Ich habe einen Splitter umgebracht, ohne dass er mich nur anhauen konnte. Das ist doch super. Ja, la, la. So, jetzt machen wir die zweite Tür, dann habe ich schon mal eine Tür.
Mach das, eine sehr gute Idee. Gut. Hä, wo hab ich den Stein? Kann sein, wenn du mehrere Steinsorten hast, dann steht da irgendwo intelligenter Stapel Steine. Ja. Ist ziemlich unübersichtlich. Aber da steht Boden. Ja, du hast aber auch Steine. Ach so, da. Nein, das ist Gestein. Ja, den Gestein kannst du in deinen Fertigungstisch, kannst du das in Steine umwandeln, das Gestein. Ach so, okay. Ich habe eine Tür. Tür ist schon mal gut. Kacke, ich hab die falsch rum gebaut. Baut. Nicht schlimm. Welche denn davon? Metamorphe. Level 10. Diese Metamorphe. Cool. Also schon. Kennt das jetzt? Ja! Ich hab eine Tür. Nein. Tada! Mein Eingang! Oh, guck ich mir gleich an. Jetzt beginnt nämlich mein Hausbau. Bau? Cool, Baukunsteinsteiger. Nimm, hast du zufällig 4 Fackeln für mich? Klar, immer doch. Kommen Sie her. Warte, ich leg einmal meine... Übrigens, wenn ihr etwas kleiner machen wollt, also halbieren oder so... wie abgebrochen. Oh, sorry. Oh, ist nicht schlimm, alles gut. Wenn ihr etwas teilen wollt oder sonst was, drückt ihr Rechtsklick auf dem Gegenstand und dann könnt ihr die Maus in so einem Kreis ziehen... wie viel ihr abgeben wollt. Ich gebe dir jetzt einfach mal 8 Stück. So. Okay, ich gebe dir 8 Münzen dafür. Musste zwar nicht, aber von mir aus macht das. Ja, einfach so. Dann, ja, das ist quasi, da bekommst du also deine Arbeit, was du gemacht hast, auch eine Belohnung. Da ist was eine dran. Sind eine wirtschaftliche Familie. Genau. Gut. Muss ich jetzt noch ein bisschen Boden sammeln gehen? Das metamorphe Gestein. Ach
ja, ich kann ja auch wieder erstmal aufsteigen, ne? Okay, Börse und 4 Kisten habe ich, okay. Levelkiste, yeah, Fertigkeitspunkte wahrscheinlich. Jo. Qubits. Moment, was wo denn? Mein Haus. Ja, sofort. Ich wollte eigentlich jetzt gerade erstmal aufsteigen. Ich dachte, du bist jetzt direkt bei mir. Fertigkeiten. Ich habe 2 Fertigkeitspunkte. Episch. Und ich darf Holz sammeln gehen. Ich denke, das sieht majestätisch gut aus. Tja. Ja. Sieht cool aus. Denk. Ach komm, gebe ich auch 2 in Hammerbeherrschung. Was ich auch ein bisschen. Ich habe ja sogar 5 in Hammerbeherrschung. Ja, gut. Und ich muss sagen, es lohnt sich. Das glaube ich. Also, es lohnt sich wirklich. Also, die 2 Punkte in Hammerbeherrschung haben sich jetzt auch schon gelohnt. Ja, weil du machst halt mehr Schaden mit dem. Ja, und du kannst natürlich auch schneller abbauen, was auch gut ist. Ja. Ich bin 100, ich bin 1000 Meilen unter dem Meer. Ich bin okay. 1000 Meilen im Wasser geschwommen, obwohl ich nur hier 6-mal hin und her geschwommen bin. Hey. Ach du meine Güte. Das ist immer noch so. Also. Was ist noch so lang? Moment mal, Razep, warte. Was hat sie gesagt, Mayuki? Die Dunkelheit ist sie immer noch so lang. Ja, ich kann dir gerne ein paar Fackeln dahinstellen oder geben oder wie auch immer, dass es nicht ganz so dunkel ist. Wenn du möchtest. Na du? Ja. So. Will ich mal bei den Fertigungstischen mal die metamorphen Steine basteln? Als nächstes hole ich mir, glaube ich, Hammer und Axt. Beherrschung. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich nützlich. Ich meine, das geht direkt für beide, glaube ich. Ich glaube auch, ja. So baue ich schneller bei beiden ab. So kostet halt 5. Vielleicht mache ich doch einfach. Ich habe auch, glaube ich, eine Idee, wie ich das Ganze jetzt schon machen kann. Ja? Dieses eine blöde Viech ist bei mir im Haus drin. Das mag ich eigentlich gar nicht. So. Weg mit dem Stinkvieh. Ich glaube, ich spinne auch noch hier bei mir im Haus, wa? Spinnt ja wohl. Spinnt ja wohl. Oh, wisst ihr, was ich gerade sehe? Man kann nur eins von beidem nehmen. Das heißt, ich kann nur epische oder epische Schaufel und Axt. Naja, gut. Es war schade. Aber gut, war irgendwie ja klar. Wäre auch zu OP gewesen. Ich glaube auch, das wäre wirklich ein bisschen OP gewesen. Dafür gehe ich jetzt aber voll auf. Pulle auf Axtbeherrschung. Wer braucht schon Schaufelbeherrschung? Ich gehe auf Axt. Gucken, wie es jetzt aussieht. Jupp, ich immer noch 3 hätte die leider. Aber ich schlage auf jeden Fall schneller. Und ich mache auch mehr Schaden. Das ist schon mal super.
gerade einfällt, ich könnte mal so eine Steinschaufel machen, wäre doch mal ein bisschen cleverer, oder? Stock und irgendein Blattwerk. Oh, Blattwerk ist nicht mehr so viel da. Ich weiß ja, wo es Blattwerke gibt. Ja, ist ganz bei uns in der Nähe, zum Glück. Ah, Hatschipu! Entschuldigung. Mein Gott, du erschreckst einen manchmal auf einmal so. Hatschipu! Und man denkt sich so. Mann! Und man fällt drauf dumm. Ein bisschen vielleicht. Ich hab etwas Hunger. Ich bin da! Super. Ich hab 50 Baumstämme, also 50 Holzstämme. Die werde ich jetzt schön für mein Haus aufgeben, damit es cooler aussieht. Ah ja, besser. Mein Haus sieht voll schön aus. Ja, auf jeden Fall. Nein! Warum setze ich immer diesen Block? Die Sterne, guck mal in den Himmel, das sind hier kleine Sterne. Das sind wörtlich Planeten. Hammer, ne? Ja. Das heißt, wenn wir falls wir uns zu irgendeinem anderen Dings gehen wollen, anderen Planeten, müssen wir einfach nur da hingucken. Dann. Yippie-yay, Schweinebacke. Ja, irgendwann werden wir das hinkriegen. Ich meine mir aber erstmal schön 100 gebundenes Bauholz. Bauholz. Das werde ich bauen können. Mayuki, warte mal. Bitteschön. Danke. Dann musst du nicht im Dunkeln mal lochen da. Nun nimm die Fackel dann gleich mit, wenn du gehst und nichts mehr da machst. Nicht, dass die nachher verschwindet. Weil das wird nämlich passieren. So, jetzt mal zwei einfache Steintüren und in der Zeit öffne ich meine Platz. Vielleicht bin ich jetzt Level 10. Oh, cool. Ich bin Level 10. Yeah. Klasse! Stein-Level-Kiste und Stein-Taten-Kiste habe ich jetzt, weil ich Level 10 gefunden habe. Total spitze. Ja, 840 Qubits. Geil. Oh, da hast du mehr als ich. Aber ich habe natürlich auch noch... Weil ich die auch noch nicht ausgegeben habe, weil ich die auf etwas Cooles gespart habe. Ah. Also, naja, cool, aber... Da ist sie. Was schiebt mich da gerade? Ziegenbock? Oder was auch immer du bist? Willst du Stress? Oh, ich habe schon wieder diesen Block gesetzt. Oh, oh mein Gott. Hab ihn. Mann. Cool. Nein, nur noch ein Block fehlt. Nicht in der. Nö, Mandor. Ja. Warte. Guck jetzt, was ich hab. Warte. Die Maske. Hallo. Tauchermaske. Okay. Weil ich da immer rüber schwimme. Passt die Tauchermaske ja perfekt. Stimmt. Kann man in dem Spiel Glas machen und wenn ja, dann... Verdammt gute Frage. Kann man bestimmt. Ja. Wie? Tja.
Wer, wie, was? Tja, wenn ich das mal wüsste. Mein Haus ist komplett! Yay! Ich habe auch schon, mein Haus ist zwar noch nicht komplett, aber mein Haus ist auch gerade im Bau. Ja, meins auch noch nicht, aber ich habe zumindest gleich den ersten Teil des Hauses halbwegs fertig. Ich wollte ja noch eine zweite Etage machen und so. Mache ich auch. Ich mache auch noch so eine zweite Etage. Vielleicht, ich glaube nicht, aber vielleicht sogar noch eine Dachbohne. Auf jeden Fall, das wird noch ein paar Folgen dauern. Ich glaube auch, ja. Das ist aber das Schöne am Spiel, dass es so lang dauert manchmal. Ich man vielleicht Zeit reinstecken kann. Das ist doch schön am Spiel. Ja, aber das Wichtigste war jetzt, dass ich das erstmal. Genau. Das war für mich noch nicht das. Das Wichtigste war für mich erst. Boom. Weil, naja. Man muss erst hier das Haus machen, bevor man noch ein paar. Dann wird das noch länger dauern. Genau. Gewundenes Bauholz. Ich habe wieder zwei Börsen. Elegant. Okay. Ich habe jetzt auch wieder neue Skillpunkte. Ja, die hatte ich eben auch. Oh, so langsam wird es. Schön, gefällt mir. Ja, bei mir wird es auch. Bei mir geht es auch richtig voran. Also wirklich richtig. Die Musik ist schön. Ja, ich finde sowieso immer die Musik. Ach, eigentlich ist das ganze Spiel in dem Sinne echt schön, muss man einfach mal so sagen. Ja. Optisch, wenn auch jetzt grafisch kein Bomber wie andere Spiele, aber für mich, wenn ich so die Nacht manchmal in dem Spiel sehe und so, also der Knaller, ehrlich. Genial. Kann man echt nur sagen. 21, 22, 23, 24, 25. Ich baue mir jetzt sogar schon eine Art Mini-Dach. Wird nicht das Dach, aber ein kleines Mini-Dach. Ja, cool. Nimm, jetzt könntest du auch mal kommen, meine Bude betrachten. Hast du recht, könnte ich tatsächlich mal machen. Mal ein bisschen Lucky-Lucky. Ja. Oui. Ich bin ein Bach. Und schick, ich, ne? Ja. Schon sehr schick. Ich habe sogar schon zwei Türen. Eine Steintür, die führt quasi in meine Sachenraum. Werkbank habe ich hier noch so einen kleinen Flur. Das wird so eine Art Eingangsflur, da wenn du reinkommst, wenn du, ja. Dann habe ich hier so zwei Fenster und dann wird hier mein Sachenbauraum. Ja, sehr cool. Schmiederaum. Was ist das? Ja, und wenn wir hier schon mal alle zusammenstehen, können wir auch gleich hier die Folge beenden. Okay. Ich stell dir mal hier noch ein paar gewundene Bauholz hin, weil ich ja gerade welche in der Hand habe. Das soll ein Fenster werden, das soll ein Fenster werden, das soll ein Fenster werden. Ist egal, kannst du wieder abbauen. Nur ich hatte sie gerade in der Hand. Aber dann hast du zumindest wieder welche, brauchst nicht holen gehen. Ja, ich habe eigentlich noch sogar 31. Ja, umso mehr, umso besser, glaubt man. So viel wie ich immer Holz holen muss, ey. Gut, ihr zwei beiden Schnuffs. Hat mal wieder Spaß gemacht mit euch. Und, ja, von mir aus ein Danke an die Zuschauer natürlich. Und, ja, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.